Schauen wir uns den Alura Bodenbelag einmal etwas genauer an. Alura Designbelege überzeugen durch ihre realistisch wirkenden Holz- und Steinoptiken. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie wir diesen strapazierfähigen und langlebigen Bodenbelag herstellen. Das Grundmaterial, das Glasfaservlies, wird zur Produktionsanlage gebracht. Das Glasfaservlies durchläuft ein Imprägnierbad und wird anschließend gegen eine beheizte Walze gepresst, damit die Imprägnierpaste gänzlich in das Vlies eindringt. Auf diese Weise entsteht eine glatte Oberfläche, die den optimalen Untergrund für die Bedruckung bildet. Die Druckstraße. Alle unsere einzigartigen Designs werden mit Hilfe großer Tiefdruckzylinder erzeugt. Die dabei verwendeten Druckfarben sind wasserbasiert und umweltfreundlich. Die Mischung ist variierbar, sodass jeder gewünschte Farbton erzeugt werden kann. Bevor die Bahnen die Tiefdruckzylinder erreichen, werden sie zunächst durch beheizte Walzen geführt, die die Bedruckbarkeit verbessern und zugleich kleine Unregelmäßigkeiten glätten, sodass ein optimales Druckergebnis gewährleistet wird. Die Druckfarbe wird schließlich mit Hilfe verschiedener Tiefdruckwalzen aufgetragen. Abhängig vom jeweiligen Design können die Bahnen bis zu 6 Druckwalzen passieren. Die Kombination verschiedener Walzen, Farben und Pressverfahren bietet unserem Designteam ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses wird durch unsere Digitaldruckmaschine noch erweitert, mit der sich individuelle Designs nach Kundenwunsch drucken lassen. Nach dem Auftragen der wasserbasierten Druckfarben werden die Bahnen mit einer doppelten Nutzschicht versehen, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Anschließend wird der Boden noch mit einer Lackschicht überzogen. Ein spezieller PUR-Lack schützt den Belag vor Kratzern und Verschmutzungen, weshalb Ihr Bodenbelag auch nach Jahren noch wie neu aussieht. Um dem Boden ein lebendiges Erscheinungsbild zu verleihen, versehen wir ihn mit einer Oberflächenprägung. Dabei folgen einige Prägungen exakt dem Druckmuster, was für eine besonders natürliche Wirkung sorgt. Diese patentierte Prägetechnik in Verbindung mit ihrer großflächigen Anwendung macht uns einzigartig am Markt. Der nächste Produktionsschritt: die Grundschicht. Für die Herstellung der Grundschicht verwenden wir Abfallmaterial aus unserer Objekt-Vinylproduktion. Die Produktionsabfälle werden mit neuem Material zu einer warmen Masse vermischt. Diese Masse wird dann weitertransportiert, fällt in Walzen und wird danach auf die Rückseite der Bodenbelagsbahnen aufgetragen. Die so entstehende Grundschicht verleiht Alura Stabilität und verhindert, dass sich der Bodenbelag biegt oder aufwölbt. Das sorgt nicht nur für hervorragende Gebrauchseigenschaften und eine lange Nutzdauer, sondern gewährleistet auch eine besonders hohe Umweltfreundlichkeit. Der letzte Schritt in der Herstellung von Alura: das Zuschneiden. Vor dem Zuschneiden werden die Bahnen erwärmt, damit die vollautomatische Schneideanlage leichter hindurchgleiten kann. Die Bahnen werden mit Hilfe eines Ultraschallmessers, das 180.000 Mal in der Sekunde schwingt, in die verschiedenen Planken und Fliesengrößen zugeschnitten. Bei einigen Designs fasen wir die Planken und Fliesen in diesem Produktionsschritt an 2 oder 4 Kanten an. Durch die Fase, also eine kleine abgeschrägte Kante, wirken die Planken und Fliesen noch natürlicher. Nach dem Zuschneiden und Anfasen wird eine letzte Sichtprüfung durchgeführt. Die automatische Verpackungsanlage rundet den Produktionsprozess ab. Ein neuer Alura Designbelag ist ab sofort zum Einsatz bereit.